Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Pokémon Smaragd Edition. The Pokémon Smaragd Edition. So, ich muss kurz einen Stoppuhrzeugs finden. Start so. Das Tolle ist, ich nehme jetzt auf, wo der Jay nicht da ist. Also, falls ihr den Jay abonniert habt, hat er gerade ein Video hochgeladen. Das heißt, der Jay ist nicht da. Und genau in dem Punkt muss ich jetzt natürlich aufnehmen, wenn er nicht da ist. Das heißt, wenn ich jetzt aufgenommen habe, muss ich eine Woche warten, bis ich den State zu ihm weiter schicken kann. Und dabei hätte ich Wochen davor schon aufnehmen können, weil ich den State schon seit ungefähr über einem Monat habe. Und aber nicht die Lust dazu hatte, aufzunehmen. Aber naja, was soll's. Fangen wir einfach mal an. Wo sind wir? Moment. Da kann ich tauchen. Wir haben aber noch keinen Taucher. Also, was tun? Weiß ich nicht. Was hat der Jay bitte schon letzte Folge gemacht? Ich möchte ja die ganzen Trainer machen. Deswegen ist es ein bisschen doof. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie unsere Pokémon überhaupt, was wir überhaupt für Pokémon hatten. Wir hatten einen Merlin, einen Bursi, einen Plantman, einen Toasty, einen Pongy und einen Funk. Die sind alle gut gelevelt. Du zum Beispiel, möchtest du kämpfen? Man hat schon gegen dich gekämpft. Wo sind wir denn überhaupt? Das wäre ganz gut zu wissen. Pokénuff. Karte Hoenn. Wir sind ganz da unten. Ach du Scheiße. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt weitergehen möchte, weil nach Flussbrunn will ich eigentlich noch nicht, obwohl man bis dahin jetzt schon kann. Ich würde sagen, wir machen einfach die Trainer bis hin zur Top 4. Schutz wirklich mehr. Haben wir noch Schutz? Ganz viel sogar, ja. Wir machen einfach noch die Trainer bis zur Top 4 und die Route darunter machen wir dann irgendwann, wenn wir irgendwas anderes machen. So. Euch, genau. Top 4 ist dann irgendwo hier. Ja, hier ist dann Prachtpolis City, eine schöne Stadt, aber nein, was heißt Stadt? Wir können da eh noch nicht hin, weil wir noch kein Kaskade können. Beziehungsweise haben, beziehungsweise beides. So, das heißt, wir machen hier einen Doppelkampf. Wen schicken wir denn da rein? Bursi, Plantman, Plantman und Bursi. So. In dieser Region scheint die Sonne besonders stark zu scheinen. Sie sieht unglaublich stark aus. Ob ich gegen dich wohl gewinnen kann, das weiß ich nicht. Das müssen wir herausfinden. Schwimmerin Dörte und Yannick. Naja, die Namen gehen. Dörte, Tetoxa und Golking. Okay. Okay, das heißt, du nimmst natürlich Golking und du übernimmst Tetoxa. Weil wegen Schauflerboden und Tetoxa ist ja auch noch Gift. Blubstrahl ist ein bisschen doof, trifft beide, glaube ich. Und Bursi auch ziemlich hart, weil es effektiv ist. Ich dachte, das trifft beide. Na, dann trifft es halt nur einen. Egal, ist mir auch wurscht. Gigasauger, das sollte es gewesen sein, das Golking, weil Gigasauger ist Giga und über. Und ja, und das ist sehr effektiv. Das war logisch. So. Bursi erreicht Level 42, das ist toll. Säure, Geheimpower. Was anderes fällt mir gar nicht ein. Moment. Säure ist nur normal, weil Giflor ja auch Gift-Pokémon ist, glaube ich. Und deswegen zieht Säure nur normal ab. So. Geheimpower wird zu Surfer, da es aber normal ist, zieht es auch normal ab und das passt so. So. Die Sonnensteine haben mich geblendet. Natürlich haben sie das. Aua, dich zu besiegen scheint wohl aussichtslos oder so. Ja, ist ja auch so. Das ist doch nicht wahr. Sekunde. Kann Stolrak nicht davor noch irgendwas lernen? Ich weiß nicht. Jetzt ist es schon entwickelt. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Sollte Stolrak nicht irgendwie Risikotackle oder sowas lernen? Ja, mein Stolos.
Verteidigung ist natürlich am höchsten und danach kommt gleich der Angriff. Ja. Okay. Wenn es aber Risikodecker irgendwann erlernen kann, hoffe ich, dass es das irgendwann erlernen kann. Ich schaue nochmal nach im Wiki oder so. Schutz wirkt nicht mehr. Wie dumm ist das denn bitte? Das ist ja äußerst dumm. So, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Das heißt, hier geht's weiter. Oh Gott, die ganzen Tauchereien da, ey. Weil ich möchte das Spiel. In einem Triathlon musst du schwimmen und Radfahren und Marathon laufen. Das ist ein mörderisches Rennen, das aus drei Disziplinen besteht. Dankeschön. Es wird total schrecklich, die ganzen... Weil, warum mache ich hier die ganzen Tränen? Aber ich das Spiel möglichst vollständig abschließen möchte. Ich möchte es... Entschuldigung, wenn ich ans Mikro komme. Vollständig abschließen. Komplett, weil das hat das Spiel verdient. Das Spiel ist nämlich dazu zu awesome, anstatt dass man irgendwie irgendwas einfach liegen lässt oder sowas. Ich möchte es möglichst vollständig spielen. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Geheimtickets-Zeugs mache, weil das ist jetzt nicht wirklich was, was... Die Inseln sind schön. Also die Insel, auf der Mew lebt, zum Beispiel die alte, das alte Island oder so. Und dass wir Wunder Island besuchen, die Chance war auch 1 zu... Wie auch immer. Du willst natürlich meine Telefonnummer... ich glaube kaum, dass wir Wunder Island besuchen werden können, weil... Sag mal ehrlich, Leute, Wunder Island. Ne? Unwahrscheinlich. Äußerst unwahrscheinlich. Aber halt Zeugs, ne? Und so. So, eine Herausforderung von bla. Tentacher wird eingesetzt. Natürlich wird Tentacher eingesetzt. Blindman. Es ist hier halt sehr unübersichtlich. Also hier in dieser Region gerade, wo welche Trainer und so, weil hier gibt es so viele Trainer und die Region ist so riesig, diese Wasserregion hier. Deswegen, jetzt habe ich nochmal gegessen, das ist so doof. Deswegen, es ist halt schwer, hier alles vollständig zu haben, weil du dann auf Trainer kommst. Du brauchst halt Unmengen von Superschutz, weil du dich nicht ständig mit irgendwelchen wilden Pokémon aufhalten willst. Wobei die Häufigkeit von wilden Pokémon auf Wasser gar nicht mal so hoch ist wie in einem hohen Gras. Büschelstückchen. Ihr seid zu Toasty, damit ich auch mal wieder da bin. Hallo, na? So. Dam, da, dam. Da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Weimar wird von Bla eingesetzt. Und Weimar ist eingesetzt. So. Was ist das für denn ein Doppelkick? Ein Doppelkick oder Stärke? Und ich würde sagen, Doppelkick. Naja, obwohl Stärke zieht, glaube ich, ein bisschen mehr ab. Würde ich sagen. Da bin ich mir nicht so sicher. Dann nächstes Mal können wir Weißnebel. Was war Weißnebel nochmal? Spezialverteidigung? Oder es kann, glaube ich, nicht mehr die Statuswerte gesenkt. Oder entweder die Statuswerte können nicht gesenkt werden, oder es können keine Statusveränderungen mehr stattfinden. Eins von beiden. Ich glaube, was mit Verteidigung war es nicht, weil das sind nämlich Reflektor und Lichtschild. Reflektor, Verteidigung, Lichtschild, Spezialverteidigung. Tentacher, natürlich, ein Tentacher. Level 31. Okay, Doppelkick auf jeden Fall. Ach nee, jetzt habe ich was verwechselt mit der Effektivität. Gut, es hat zwar geklappt, aber von wegen Effektivität habe ich was verwechselt. Ich dachte jetzt, aus irgendeinem Grund, Doppelkick wäre sehr effektiv, aber da habe ich wirklich was verwechselt. Na 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 na. So, Toasty können wir dann gleich mal an die erste Stelle hocken. Dop, 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 so. Also es wird ein Psycho-Arena-Leiter. Was wird uns da am besten helfen? Ha, vielleicht Merlin... Bursi wegen Angriff und Psycho-Pokémon haben meistens nicht so die Verteidigung. Pongy, Plantman, Funk, alles was nicht Kampf ist. Was effektiv ist, haben wir jetzt eh nicht. Also, ja. Dam da da dam. Dam da dam dam da dam dam da dam da da dam. So, dich haben wir ja schon. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas gibt, was ich jetzt... Die Trainer hier unten, die will ich jetzt nicht unbedingt machen. Dich mache ich noch vielleicht, obwohl, ist das schon in der Route oder... Welche Route ist denn das jetzt? Nee, das ist noch hier. Dich kann ich also noch machen. Ist kein Problem. Ey, ne, danke. So. Kapolicity ist weit entfernt. Ich wollte ja mal einen Pokémon-Wettbewerb machen, ne? Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich glaube, weil ich mit dem Pokéregel-Mixen hier auf keinen Fall wirklich gut bin. Weil... Nee, das kann ich ja kaum. Das ist ja schrecklich, meine pokerige Mixleistung. Stern, du. Doppelkick. Bums. Ja, ja, ja. Ja. War ganz wirkungsvoll, würde ich sagen. Stern, du wurde besiegt. Toasty erhält so und so viel. So.
Danke. Dein erster Sieg scheint was? Du hast was noch nie gewonnen, noch bin ich irgendwann... Was? Nicht irgendwann gut genug. Ich lese die kaum vor, die Texte. Das werde ich ich habe gerade entweder was rausgepiept oder rausgeschnitten, deswegen... Hi Jay, hallo, hier ist Ewald. Nein, Trainer war enttäuscht, ja. Dann musst du dich besser anstellen, Junge. Okay, die Route da unten machen wir dann erst, wenn wir nach Flussbrunn reisen. Und das machen wir jetzt noch nicht. Wir reisen ja in Richtung Flussbrunn, wenn etwas Bestimmtes in der Story einsetzt, glaube ich. Deswegen, ja, da machen wir das dann. Hat der Jay gegen dich schon gekämpft, ja. Der Jay kämpft tatsächlich gegen die Leute, gegen die Trainer hier. Das muss er echt nicht machen. Ich habe dafür vollstes Verständnis ausnahmsweise, weil das hier auf dem Wasser ist und das ist total verwirrend. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir mal kurz. Aber ich möchte noch mal kurz nach Seegras, weil ich das ausprobieren möchte. Haben wir Maronbären? Ich glaube nicht. Weil da würde ich halt gerne Klugheitspokerregel mixen. Was? Sieht aus, als wärst du gut. Möchtest du mit? Ja. Oh, im Prinzip weißt du, wie man Pokémon hier herstellt, oder? Ja. Das muss man sagen. Das ist Bärmix. Okay. So. Maronbeere. 6 Stück. Nice. Moment, war Maron wirklich Klugheit? Nee, Maron war Schönheit. Dumm. Fragia-Beere brauche ich. Nee. So. Oh mein Gott. So. Bam. Bam. So. Bam. 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 Kommentation vor so hin, denn ich kann gerade nicht wirklich super kommentieren. So. Jay hat 78 X. Oh mein Gott. Was ist das für ein Pokeregel dann bitte? Pokeregel blau, wird zu 11? Nein, Stärke 11, wird zu 21. Wäre die Beere aus dem Beutel, die du gemixt haben möchtest. Frage ich einfach 9. Das könnte sogar was werden, wenn ich ein gutes Level hinkriege, was wohl sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn andere auch eine Fragia-Beere benutzen würden. Ja. Deswegen, Bärenmixen mit Freunden ist da natürlich vorteilhaft. Weil, da können zum Beispiel dann alle den gleichen Dings nehmen und dann wird das natürlich ein viel besserer Riegel. Hey, gar nicht mal so schlecht. 7 Zeugs, 12 mal so und 2 Xe. Nicht echt nicht so schlecht. Ich bin Erster, nice. Grün Level 11 wird 22. Boah, ja, ich kann ja auch nicht viel mehr machen bei solchen, die sacken total. So. Fragia-Beere. Ich mache einfach jetzt ständig Fragia-Beere, weil ich möchte so ein Klugheitsriegel. Ich möchte an einem Wettbewerb teilnehmen, verdammt. Der Jay macht nächste Folge wahrscheinlich die Arena und darauf gehe ich dann hier Pokémon-Wettbewerb mit Merlin. Das war so dumm. Das ist die beste Gelegenheit, so ein Dings hinzukriegen. So, nicht schlecht. Gar nicht mal so, sehr gut. 6 Zeug. Boah, der hat 11 mal das, ey. 11 mal, dann eine. Boah, ey. Ich bin Dritter mit der Fragia-Beere, Pokerregel grün, wird das Level 12, das ist natürlich nicht schlecht, weil die anderen auch nicht so schlecht waren wahrscheinlich. Ja. Gut. Also, es ist halt mehr Pokerregel, ist glaube ich dann, das kann das Level irgendwie besser werden. Es kommt halt auch drauf an, wie gut die anderen sind, ne? Oder die Würze dann weniger, wenn weniger Leute zusammen eine Beere machen, ich weiß nicht genau. Irgendwie, da gab es irgendwie sowas, aber frag mich nicht mehr, wie das war. Ich habe mal total gewusst, wie das Ganze abläuft, was man tun muss, um genau den Pokeregel zu bekommen, den man auch haben möchte, mit dem benötigten Level oder dem beliebigen Level oder besten Level, was geht, und dem niedrigste Würze, was geht. So, dups, 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 dups. Okay, war auch nicht so schlecht. Aber ich habe ein Kreuz, das ist doof. 9 mal das ist nicht schlecht, aber das ist bestimmt wieder 11 und 21. Level ist 11, wird es 21. I didn't say that. So. Nochmal eine Fragia-Beere. Das
ist total spannend, dass ich hier das hier mache. Wie wisst ihr was? Ich mach Stopp und mix die Bären und dann, ja. Oder ich spul das vor oder so. Hallo und herzlich willkommen Leute zurück, weil ihr habt das ja vorher auch überhaupt nicht gesehen, so. Beim nächsten Mal meine Aufnahme machen wir dann also, solange wir nicht noch in der Arena sind, Zeugs. Na? Einen Wettbewerb. Ich mache jetzt noch die Zeit, die ich gestoppt habe, die Arena hier. Ich weiß, dann habe ich wahrscheinlich mega Überlänge, aber wahrscheinlich mache ich auch total über Speed, was ihr dann seht, also mal 5 oder Geschwindigkeit mal 10. Weil ich noch ein bisschen in der Arena machen möchte, weil die Arena richtig cool ist. So. Vielleicht sollten wir mal kurz vorher ins Pokémon. Ich spule überhaupt nicht vor, denn sowas passt gar nicht zu mir. So. So. Schaut's wirklich mehr. Wie schlimm. Da fuck. Hallo? Na? Wohin jetzt? Hierhin. Okay. Und jetzt kann man hier einen Doppelkampf machen. Mit was mögen wir denn einen Doppelkampf machen? Natürlich mit Pungi und Toasty, weil die niedrigsten Level haben. So. Ach so. Klar. Logisch. So. Flop. Nice. Was zum? Hat der die halbe Arena schon gemacht, oder was? Der hat echt die halbe Arena schon gemacht. Schlimm mit dem Kerl.
Wo geht's denn hier lang? Da verdreht sich irgendwas. Ah ja. So. Das muss man machen, damit man da durch kann als Teleport-Dingens. So. Gehen wir mal da durch. Wir sind am Anfang wieder. Dann gehen wir mal da durch. Ach nee, hier ist Dings. Das heißt, wir gehen... Das ist immer noch so gut. Wir gehen da durch. Und dann, gehen wir da durch. Ob bin ich jetzt vorher nach links oder nach rechts? Ich weiß nicht. So. So. Dann können wir hier lang. Und immer noch kein Doppelkampf. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Da könnte ich jetzt so lang und dann könnte ich... Würde das einen Kampf geben? Nein, weil der Jay das schon gemacht hat. Jay, warum machst du denn sowas? Du begehst ein Verbrechen an der toastigen Natur. Das geht nicht. So, so, jetzt kann ich hier durch. Und dann kann ich aber da nicht durch, weil ich natürlich erst den Schalter drücken muss. So, 3 Minuten, 2 Minuten sind es noch, ungefähr. Dann muss ich den Schalter so machen, genau. Und dann kommt man da durch und dann muss ich das so machen, dass man da durchkommt. So, und dann einmal so noch. So, und dann kommt man durch. Hat der Jay schon wirklich alles gemacht hier? Sag mal, dem geht's auch nicht mehr gut, echt, ey. Ja, und da ist man schon. Hallo, Svenja und Ben, glaube ich. Mit Toasty in einen Psychokampf zu gehen, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlau. Ich würde Merlin gern drin haben und Funk. Merlin und Funk. So, wir beginnen den Kampf mit Merlin und Funk. Es scheint, als sei das Wahnsinn hier stärker als zwischen uns. Ich liebe diesen Arena-Kampf. Ich hätte ihn gerne gemacht. Wie jetzt? Der hat ihn schon gemacht. Warum weiß ich davon nichts? Und wo kriegen wir Taucher her zum Teufel? Kriegen wir das nicht von Troy? Dachte ich zumindest. Und wo ist jetzt Troys Haus eigentlich? Hier? Ja, da ist Troys Haus. Liegt da nicht Taucher am Tisch? Dachte ich immer. Oder müssen wir nicht ins dieses Weltrauminstitut rein oder so? Eieiei. Weil wir haben noch keinen Taucher. Das macht ja... Sag ich doch! Mein Gott! Der Typ macht nichts Gescheites, ey. Hatte gedacht, er hat einfach schon Taucher oder so. Mein Gott, ey. So, beim nächsten Mal seht ihr dann den Jay, wie er hier gegen Team Magma kämpft. Und mich, wie ich gegen Dings kämpfe. Beim nächsten Mal seht ihr mich, wie ich im Wettbewerb bin. Mit euch spreche ich nicht, ihr seid nämlich uncool. Okay, gegen Team Magma wird es wahrscheinlich besser sein, mit Pongy zu kämpfen. Dafür werde ich aber Toasty an dieser Stelle tun und ich sollte jetzt aufhören, wirklich. Okay, gut, das heißt, beim nächsten Mal seht ihr Jay hier. Wie angekommen wollen wir uns einen Raketenschreibstoff haben, genau. Und da seht ihr den Jay beim nächsten Mal wieder. Euer Toasty, ciao!